Das Jahr 1818. Der Karlsruher Ingenieur Johann Gottfried Tuller hat gerade mit einem Jahrhundertprojekt begonnen. Der Begradigung des Rheins. So sollen Hochwasser eingedämmt werden. Davon wird auch die Schifffahrt profitieren. Zur selben Zeit schmort Napoleon schon 3 Jahre in der Verbannung auf St. Helena im Südatlantik. Der deutsche Südwesten ist vor 200 Jahren ein Agrarland, rückständig und bettelarm. Doch das soll sich ändern. Erfinder sind gefragt. Zum Beispiel Freiherr Karl von Drais, der 1818 vom badischen Großherzog zum Professor für Mechanik ernannt wird. Und Unternehmer, wie der Speyerer Tabakhändler Philipp Markus Lichtenberger. Wie schafft er es, zum Gründervater einer der wichtigsten Handels- und Industriestädte am Rhein zu werden? Ich bin Lena Ganschow und möchte Ihnen zeigen, wie die Industrialisierung den armen Südwesten allmählich, aber grundlegend verändert hat. Und wie einflussreich der Mann war, der in der Nacht zum 5. Mai 1818 gegen 2 Uhr in Trier geboren wurde. Karl Marx. In diesem Haus wird Karl Marx als 3. von 9 Kindern geboren. Der Historiker Morten Reitmeier von der Universität Trier hat sich intensiv mit der Geschichte der Industrialisierung und der des großen Denkers beschäftigt. Welche Bedeutung hat Karl Marx einmal für Trier, aber auch darüber hinaus? Karl Marx ist der berühmteste Sohn der Stadt Trier. Seine Thesen und seine Arbeiten haben die ganze Welt verändert. Er ist auf der ganzen Welt bekannt geworden. Trier ist sein Geburtsort. Hier wuchs er auf, hier ging er zur Schule. Und hier findet er später auch die Liebe seines Lebens. Doch der Reihe nach. Trier ist nach den Kriegen gegen Napoleon Teil der preußischen Rheinprovinz. Im heutigen bischöflichen Priesterseminar war das Gymnasium, das Karl Marx mit ordentlichem Erfolg absolviert. Sein Abi-Durchschnitt 2,4. In der Neustraße zeigt mir Morten Reitmeier das Wohnhaus von Marx' Schulfreund, Edgar von Westphalen, dem Bruder von Marx' späterer Frau Jenny. In was für eine Welt wurde Karl Marx denn hier hineingeboren? Es ist eine Welt großer Schwierigkeiten. Die nachnapoleonische Zeit ist im deutschen Südwesten sowohl politisch als auch wirtschaftlich von vielen Schwierigkeiten geprägt, wirtschaftlicher Art, aber auch politischer Art. Aber es ist vor allen Dingen eine Zeit, in der viele Menschen in Not und Elend leben und die Industrialisierung noch längst nicht so weit vorangeschritten ist, dass sie auch den vielen Menschen Arbeit geben kann. Viele Menschen hungern. 3/4 der Menschen gehören damals in Trier zur Unterschicht. Aber die Familie von Karl Marx gilt sicherlich zu den wohlhabenderen 5% vielleicht der Bevölkerung. Sein Vater ist Rechtsanwalt, ein erfolgreicher Rechtsanwalt, dem es auch gelingt, seine ja nicht ganz kleine Familie damit zu ernähren. Das ist damals gar nicht so einfach. Das Klima in Trier, ja in ganz Europa, hat sich deutlich verschlechtert. Aufgrund eines gewaltigen Vulkanausbruchs in Indonesien. Es ist eine der größten Eruptionen der Geschichte. Die gigantische Aschewolke des Tambora verdunkelt die Welt. Auch hierzulande leiden die Bauern trotz harter Arbeit unter mickrigen Ernten. Dazu kommen kalte Sommer und Unwetter, die vielerorts die Ernte zerstören. Die Menschen im Südwesten hungern. Aus der Not heraus backen die Bäcker damals etwas, das wir bis heute kennen. Kartoffelbrot. Not macht bekanntlich erfinderisch. In Karlsruhe wird 1825 das Polytechnikum gegründet, die erste technische Hochschule Deutschlands. Mit dem Rheinbegradiger Tuller an der Spitze sollen hier Ingenieure ausgebildet werden. Man setzt gezielt auf die Ressource Wissen. Im krisengeschüttelten, rohstoffarmen Agrarstaat geradezu eine visionäre Entscheidung. Karl Freiherr von Drais hatte noch vor der Gründung des Polytechnikums eine bahnbrechende Erfindung gemacht.
die Laufmaschine. Ihr großer Vorteil, sie braucht, anders als Kutschpferde, kein Futter. Für viele ist von Dreis der Vater des Urfahrrads. Ernennt Großherzog Karl von Dreis zum Professor und versorgt ihn mit einer großzügigen Pension. So soll der Erfinder unbeschwert arbeiten können. Das macht er dann auch und konstruiert unter anderem eine Tastenschreibmaschine und einen Holzsparherd. Die Laufmaschine bleibt jedoch von Dreis wichtigstes Werk. Im Schlosspark von Karlsruhe testet er sie, belächelt und bestaunt von Passanten. Ein ungewöhnliches Bild, denn von Dreis setzt zum ersten Mal zwei Räder hintereinander. Warum kippt man da nicht um? Mit den Konstruktionsdetails dieser revolutionären Laufmaschine beschäftigt sich Gerd Bauer. Früher hat er als Ingenieur in der Automobilindustrie gearbeitet. Jetzt steht der passionierte Modellbauer vor einer neuen Herausforderung. Er will die Laufmaschine nach den Dreischen Originalplänen nachbauen. Als Ingenieur weiß er, dass dabei die Räder besonders wichtig sind. Denn auf ihnen lastet später das Gewicht des Fahrers. Sieht schon mal ganz gut aus. In der Werkstatt eines benachbarten Schreinermeisters werden sämtliche Komponenten zusammengebaut. Maßarbeit aus Eschenholz. Das ist elastisch und stabil zugleich und kann so den Kräften, die bei der Fahrt wirken, standhalten. Probefahrt der ersten Komplettmontage. Ein spannender Moment für Gerd Bauer. Es funktioniert. Und dank der Kreiselkräfte, die aus der Rotation der Räder resultieren, fällt man auch nicht herunter. Genial. Was hat es denn hiermit auf sich? Dreis hatte damals versucht, über die Lizenzmarke, die er für den entsprechenden Preis an die Interessenten seiner Laufmaschine verkauft hat, ein wenig Geld einzunehmen für seine Konstruktion, wurde aber in der Regel eben durch Raubkopisten um seinen verdienten Lohn gebracht. Das ist das Wappen der Familie Dreis. Wer ein solches Schild aufgenagelt hatte, der hatte eine original bei Dreis bestellte Laufmaschine. Alles andere waren dann eben Raubkopien oder Nachbauten. So erfindet von Dreis, quasi nebenbei, eines der ersten Markenzeichen der Wirtschaftsgeschichte. Bei seiner heute skurril wirkenden Maschine geht es um etwas sehr Fundamentales im beginnenden technischen Zeitalter: Beschleunigung. Mit seiner Erfindung wollte es von Dreis den Menschen ermöglichen, schneller voranzukommen. Ein Briefträger oder Kurier mit Laufmaschine sollte also eher am Ziel sein, als einer, der zu Fuß unterwegs war. Mal sehen, wie groß der Unterschied wirklich war. Auf dem Hockenheimring, einer heutigen Hochgeschwindigkeitsarena, machen zwei Leistungssportler den Praxistest. Mit dem Nachbau von Gerd Bauer will Triathlet Manuel Müller schneller sein als sein Sportsfreund Lars Kegler. Dreispezialist Martin Hauge gibt den Schiedsrichter. Drei. 7 Kilometer haben sie für das Experimentalrennen vereinbart. Ein erster Härtetest für die Laufmaschine, deren Funktionstüchtigkeit immer wieder in Frage gestellt wurde. Das Rennen ist eine Herausforderung für Manuel Müller. Denn Lars Kegler ist nicht irgendein Langstreckenläufer. Er hat 2016 den Weltrekord im Halbmarathon der Feuerwehrleute geholt. Zudem rutschen die eisenummantelten Räder in der Kurve weg. Bei jeder Wende gewinnt der Läufer wertvolle Meter. Doch auf der Geraden kämpft sich der Laufmaschinist immer wieder heran.
Wieder die blöde Haarnadelkurve. Doch Manuel Müller geht mit Vorsprung auf die letzten 500 Meter. Er gibt alles und gewinnt. Ein Sieg, auch für den Erfinder von vor 200 Jahren. Neben den Zeiten interessiert mich natürlich, wie war's denn? Anstrengend. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich mit dieser Laufmaschine so ein Tempo gehen kann. Nur die Schmerzen unten am Popo, die sind enorm. Am Popo oder weiter vorne? Weiter vorne. Also ich denke, man sieht es mir an, dass es kein Spaziergang war. Also es ist eine sehr, sehr große Überraschung. Ich dachte eigentlich, dass wir es heute ruhig angehen lassen, aber das war ja schon nach wenigen Metern klar, dass es nicht so wird. Also Hut ab vor Manuel und Hut ab vor Herrn Dreis. Also hätte ich mir überlegt, vor 200 Jahren auf so eine Idee zu kommen. Also ein Wahnsinnstempo. Ich habe schon gesagt, das nächste Rennen machen wir nur im Kreis. Dann ist es für mich ein Vorteil. Aber ansonsten hat riesig Spaß gemacht. Ja, ne? Ja, geiles Ding. Nur von Dreis Mitbürger sind nicht überzeugt. Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen mit langsameren Fußgängern, die ebenfalls den Bürgersteig nutzen. Deshalb macht die Wahnsinnsidee erst viel später Karriere. Unser heutiges Fahrrad verdanken wir letztlich also auch von Dreis. Wie genial dessen Erfindung war, sahen seine Zeitgenossen zunächst jedoch nicht. Damals, am Anfang der Industrialisierung, waren vorerst die Wasserwege wichtig. Nur auf ihnen ließen sich Rohstoffe und andere Waren günstig transportieren. Theoretisch jedenfalls. Denn damals suchte sich der Rhein immer wieder ein neues Bett. Das war natürlich für die Schifffahrt ziemlich ungünstig. Eine Begradigung musste her. Dabei geht es dem Karlsruher Ingenieur Johann Gottfried Tuller zunächst hauptsächlich um Landgewinnung, Hochwasserschutz und um die Verhinderung von Seuchen, wie der damals Sumpffieber genannten Malaria. Aber am Ende wird aus der Rheinbegradigung auch eine verkehrspolitische Aufgabe und ein Schlüssel für die Entwicklung hin zur Industriegesellschaft. Doch davor fließt viel Schweiß bei der ingenieurtechnischen Meisterleistung von Tuller. Den Rhein zu bändigen ist ein Jahrhundertprojekt und dauert Jahrzehnte. Tuller erlebt das Ende nicht. Er stirbt bereits 1828, ausgerechnet an den Folgen einer Malariaerkrankung. Der begradigte Rhein wird später zu einer der wichtigsten Wasserstraßen Europas. Auch die Schifffahrt verändert sich im Zeitalter der Beschleunigung. Die Dampfmaschine, eine Erfindung aus England, macht die Schiffe sogar stromaufwärts sehr viel schneller. 1827 fährt das erste deutsche Dampfschiff auf dem Rhein. Da der zu dem Zeitpunkt noch längst nicht überall begradigt ist, ist an der Mannheimer Rheinschanze für große Schiffe Endstation. Hier müssen die Waren auf kleinere Schiffe umgeladen werden, um sie rheinaufwärts zu transportieren. Rabea Limbach erforscht, wie aus der linksrheinischen Militäranlage zuerst ein Warenumschlags- und Handelsplatz und dann eine florierende Industriestadt wurde. Die Geschäftsbücher der Pfälzer Händlerfamilien Scharpf und Lichtenberger sind dabei wichtige Quellen für die Historikerin. . 1820 kauft Johann Heinrich Scharpf das ehemalige Militärgelände. Der Standort ist günstig, liegt er doch direkt gegenüber von Mannheim, das seit 1803 zu Baden gehört. Noch trennen Landesgrenzen das rechte und das linke Rheinufer. Scharpf und Lichtenberger hatten sich ja hier am Rheinufer niedergelassen und den Hafen aufgebaut, um eben gerade besser in die Fernhandelsströme eingebunden zu sein. Und natürlich haben sie sich gewünscht, dass sich in Deutschland auch ein größerer Binnenmarkt herausbildet, denn alle 39 deutschen Staaten hatten ja eigene Zollgrenzen und entsprechend wurde natürlich auch der Handel dadurch gehemmt, dass man immer wieder
die Waren zollabfertigen musste und natürlich dafür auch zahlen musste. Und entsprechend haben sie sich auch schon in den 1820er Jahren für eine Zollunion eingesetzt. Speyer, die Heimatstadt von Scharf und Lichtenberger, gehört wie die Rheinschanze damals zum Königreich Bayern. Die aufstrebenden Händler denken aber über die vielen Grenzen hinweg, meint Rabea Limbach. Ihre Spurensuche führt sie zum herrschaftlichen Wohnsitz der Familie Lichtenberger, gleich gegenüber dem Dom. Keine schlechte Adresse, Zeichen des bürgerlichen Wohlstands. Ja, im 18. Jahrhundert haben sich in der Pfalz die ersten Großhandelshäuser herausgebildet, die auch auf einzelne Waren spezialisiert waren. Und Scharpf und Lichtenberger haben typische Produkte der Pfalz gehandelt, nämlich Wein und Tabak. Und gerade der Tabak wurde zu der Zeit in vielen Regionen Deutschlands angebaut, aber der pfälzische Tabak hatte eben die beste Qualität und ließ sich von daher gut handeln. Aber bezogen auf die Pfalz muss man schon sagen, dass sie hier ein sehr gehobenes Leben lebten im Vergleich zur restlichen Bevölkerung, die ja vor allem sehr arm war. Der Hafen an der Rheinschanze soll der armen Pfalz bei ihrer Entwicklung helfen. Als Tor zur Welt für Pfälzer Produkte, Tabak und Wein, so die Vision. Wenn da nur nicht die lästigen Zölle wären. Vor allem die Händler im Südwesten fordern freien Warenverkehr. Viele im produzierenden Gewerbe fürchten dagegen, fallen die Zollschranken, sind wir nicht mehr konkurrenzfähig. Denn in einigen anderen deutschen Staaten werden Waren bereits industriell hergestellt, schneller und billiger. Die Industrialisierung erfolgte im deutschen Südwesten verzögert gegenüber anderen Regionen wie Sachsen, dem Ruhrgebiet, weil hier die Rohstoffe, die für die frühe Industrialisierung essentiell waren, fehlten, vor allen Dingen Eisenerz und Steinkohle. Diese Rohstoffe über den Rhein heranzuschaffen, kostet einfach zu viel. Die Konkurrenz an der Ruhr hingegen sitzt buchstäblich auf der Kohle. Heute ist der Hafen von Mannheim wichtiger Umschlagplatz für Güter aus aller Welt. Und die Region ein wichtiger Industriestandort. Aber in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts steckt die industrielle Entwicklung im Südwesten noch in den Anfängen. Andere Regionen in Deutschland sind weit voraus. Tja, Deutschland. Eigentlich gibt es das damals gar nicht. Und die schwarz-rot-goldene Trikolore ist noch nicht die Staatsflagge, sondern das Symbol einer, heute würde man sagen, Protestbewegung. Der Südwesten besteht damals aus zahlreichen Staaten und Kleinstaaten. Und deren Herrscher und Regierungen machen jeweils ihre eigenen Gesetze und legen die Zölle fest. Doch dagegen regt sich Widerstand, unter anderem da oben. Das Hambacher Schloss. 1832 ziehen verarmte Pfälzer Winzer Seite an Seite mit Studenten und liberalen Oppositionspolitikern hierher. Zehntausende Menschen feiern ein friedliches Hambacher Fest und fordern die Gründung eines Nationalstaats, die Abschaffung der Zölle, Presse-, Meinungs-, Versammlungsfreiheit und die Gleichberechtigung der Frauen. Hambach gilt seither als Wiege der deutschen Demokratie. Für Karl Marx dürfte dieses nationale Ereignis einprägsam gewesen sein. Sein Schuldirektor in Trier bekam damals ziemlichen Ärger, weil in den Klassenzimmern die Hambacher Reden kursierten. Die Schule wurde durchsucht, der Direktor verhört. Obwohl Trier etwas abseits lag, entsprachen die liberalen Ziele des Hambacher Fests sicher auch der Haltung des idealistischen 14-jährigen Schülers Karl Marx. Auch nach dem Hambacher Fest blieb Deutschland gespalten, politisch wie wirtschaftlich. Grenzen, Zölle, Personenkontrollen gab es weiterhin, sodass Reisen und Handel oft schwierig waren. In den Kontoren von Scharpf und Lichtenberger in der Rheinschanze bekommen die Angestellten das täglich zu spüren. Guten Morgen, der Herr. Wenn Sie nur ein paar Säcke Tabak an das andere badische Ufer nach Mannheim liefern sollen, bedeutet das Papierkrieg. Und jede Menge Zoll zahlen.
kein Wunder, dass sich die Herren Lichtenberger und Scharpf, die weiter expandieren wollen, für den Abbau der Zollschranken und für Freihandel einsetzen. Die Historikerin Rabea Limbach hat etliche Unterlagen dazu gefunden. Eine weitere spannende Archiventdeckung: Die vielen Zollstationen lassen den Schwarzhandel aufblühen. Oppau am Rhein war die Schmugglerhochburg. Sogar der Bürgermeister des Orts ist in den Schleichhandel verwickelt. Und obwohl im Bereich des Zollamts Rheinschanze 117 Polizisten Dienst tun, ist die Staatsmacht machtlos. Halt! Halt! So, halt! Halt! Da lässt du mal den Wagen. Manchmal werden die Gendarmen von den übermächtigen Schmugglerbanden einfach verprügelt. Was habt ihr da dabei? Viele derartige Vorfälle sind in den Akten vermerkt. Der Schmuggel endet abrupt 1835, als auch Baden dem schon existierenden Zollverein beitritt. Die Idee des Zollvereins war der Abbau von Zollschranken für den Handel zwischen souveränen Staaten in Mitteleuropa. Und dieser Zollverein, der 1834 in Kraft trat, ist vergleichbar mit dem Zusammenschluss der heutigen Europäischen Union, aber beschränkt auf deutsche Staaten in Mitteleuropa. Für die Rheinschanze ist der Deutsche Zollverein, diese deutsche EU, ein wichtiger Schritt zur wirtschaftlichen Entwicklung. Bald ist ihr Hafen neben Mannheim der wichtigste Warenumschlagplatz zwischen Basel und Mainz. Immer mehr Dampfschiffe nehmen ab 1835 Kurs auf die Rheinschanze. Im selben Jahr etwas weiter rheinabwärts. Karl Marx kam zum Jurastudium nach Bonn. Mit der Postkutsche, noch gab es keine Eisenbahnverbindung. Später zog es ihn nach Berlin. Dort interessierte er sich vor allem für Philosophie und Geschichte. Das sollte seine Berufung werden. Die Werke des Philosophen Hegel, dessen Dialektik und Interesse für gesellschaftliche Phänomene und Zusammenhänge prägten den jungen Marx nachhaltig. Er trat sogar dem Club der Hegelianer bei. Man darf nicht den Fehler machen, den historischen Karl Marx nach seiner heutigen Wirkung zu beurteilen. Vor allen Dingen in der frühen Zeit verstand er sich eindeutig als Philosoph, als Kritiker und Weiterentwickler der Hegelschen Philosophie. Und das ist in dieser Zeit sicherlich das, was ihn am meisten beschäftigt hat und was auch in der europäischen und weltweiten Ideengeschichte tiefe Spuren hinterlassen hat. Damals war der Kapitalismus noch nicht das entscheidende Thema in Marx' Denken. Er stürzte sich, trotz finanzieller Probleme, ins Berliner Leben und auf die Lektüre der Philosophen. Inzwischen war er auch mit Jenny von Westphalen verlobt, seiner Freundin aus den Jugendtagen in Trier. 1833 war in Marx' Heimat Endstation, und zwar Endstation eines neuartigen Kommunikationssystems. Das bestand aus sowas hier, aus optischen Telegraphen. Auf der gesamten Strecke von Berlin bis Koblenz waren sie gebaut worden und machten es nun möglich, von der einen Stadt in die andere Nachrichten zu übermitteln. Bei guter Sicht dauerte das nur wenige Stunden. Beschleunigung. Da ist es wieder das Thema dieser Zeit. Für das preußische Militär und die Geheimpolizei ist die optische Telegrafie damals ein Quantensprung in der Nachrichtenübermittlung. Auch um den latent aufsässigen Südwesten besser kontrollieren zu können. Entwickelt und perfektioniert wurde das System schon zu Zeiten der Napoleonischen Kriege. Und so funktioniert's. Wir bekommen eine Nachricht. Achtung! Mit schwenkbaren Signalarmen können in einem Codebuch festgelegte Zeichen eingestellt werden. Diese bedeuten entweder Buchstaben oder, noch schneller, gleich ganze Wörter. So wandert das Signal von Station zu Station. Weil es das Codebuch nur am Anfang und am Ende der Strecke gibt,
bleibt der Inhalt der Nachrichten geheim. Nur wer den Code kennt, kann die Zeichensprache entschlüsseln. Nächstes Signal. Wie schnell diese Kurzmitteilungen, die SMS des 19. Jahrhunderts im Vergleich zu einem berittenen Kurier oder einem Mountainbiker sind, wollen wir in einem Experiment herausfinden. Die Empfangsstation ist auf einem Hügel, knapp 2 Kilometer entfernt. Dort wartet man auf das erste Signal vom Tal. Los! Der erste Code ist angekommen. Das zweite Signal kann gesetzt werden. Der Radler führt weiterhin vor der Reiterin. Der Berg signalisiert, Nachricht angekommen. Noch fehlen 2 Codes. Jetzt wird es eng. Die Konkurrenz ist schon im Anstieg. Und dann verheddert sich auch noch ein Seil. Der Sieg wird zwischen Pferd und Fahrrad entschieden. Karl von Dreis würde sich freuen. Auf der Kurzstrecke Pferd vor Rad und optischem Telegrafen. Auf der langen Strecke über Berg und Tal, Flüsse und andere Hindernisse wäre der Telegraf im Vorteil. Apropos Vorteil. In Ludwigshafen treffe ich die Rheinschanzen-Spezialistin Rabea Limbach. Sie erzählt mir, dass dieser Ort nicht immer so hieß, sondern es erst nach langem Bitten der Familien Scharpf und Lichtenberger dazu kam. Von Anfang an wollen sie ihren Hafen unter das Patronat von Ludwig I. stellen, dem bayerischen König. Doch erst 1843 willigt der schließlich in die Umbenennung ein. Auch weil der Handelsplatz ja mittlerweile zum bayerischen Staat gehört und der die Entwicklung forciert. Wie war denn das Verhältnis zwischen König Ludwig und Scharpf und Lichtenberger? Die Pfalz ist ja erst nach dem Wiener Kongress auch zum Königreich Bayern gekommen und war dann natürlich etwas abgelegen. Also die Regierung saß ja in München und war hier nicht vor Ort. Und man hat natürlich versucht, gute Kontakte zu pflegen, indem man zum Beispiel auch bei Königsbesuchen hier einen großen Triumphbogen aufgebaut hat und versucht hat zu imponieren mit der Hafenanlage. Man hat auch versucht, Beziehungen aufzubauen, indem man zum Beispiel den König explizit gefragt hat, ob er die Patenschaft für einen Unternehmersohn übernimmt. Und das hat der König dann auch getan. Für Ludwig Lichtenberger hat er die Patenschaft übernommen. Der sollte nämlich eigentlich Louis heißen. Und Ludwig I. wollte aber, dass er den deutschen Namen Ludwig trägt. Dieses persönliche Detail der Geschichte hat Rabea Limbach in diesem Brief von König Ludwig entdeckt. 1843 sieht Ludwigshafen so aus. Einen Bahnhof gibt es noch nicht. Das soll sich nach dem Willen von Ludwig I. ändern. Er will, dass die Eisenbahn, auch eine Erfindung aus England, Ludwigshafen mit dem Pfälzer Hinterland verbindet. Wieder mal rheinabwärts in Köln war zur gleichen Zeit Karl Marx gelandet. In dieser heutigen Einkaufsmeile befand sich sein Büro. Nach dem Studium hatte er als Redakteur der Rheinischen Zeitung angeheuert. Marx hatte ursprünglich vorgehabt, eine akademische Karriere einzuschlagen, aber ein Lehrstuhl für Philosophie oder Ökonomie blieb ihm zeitlebens verwehrt. Deshalb verlegte er sich zum Broterwerb darauf, Journalist zu werden und war damit auch sehr erfolgreich. Aber man muss auch sagen, er konnte damit nicht kontinuierlich seine Familie ernähren. Zumindest fand Karl Marx dort eine Plattform für seine oppositionellen Gedanken. Das Blatt stand für radikale demokratische Ideen und bürgerliches Selbstbewusstsein. Auch wenn die Zensur die Zeitung schließlich verbot, hat diese Zeit in der Nachschau für ihn etwas sehr Positives. In der Kölner Redaktion der Rheinischen Zeitung traf er erstmals Friedrich Engels, seinen lebenslangen Freund und Mitdenker. Gemeinsam wollten sie die Welt fortan nicht nur interpretieren, sondern verändern. In Ludwigshafen geht es mittlerweile weiter aufwärts. Rund um den Hafen wächst eine veritable Stadt heran.
Mit der Infrastrukturmaßnahme Eisenbahnbau soll das Wachstum gesteigert werden. Auch Scharpf und Lichtenberger hatten immer darauf gedrängt. 1847 wird die erste Teilstrecke eröffnet. Rabea Limbach sucht im Landesarchiv in Speyer nach Eisenbahnakten. Königlich, Bayerische, Pfälzische Ludwigsbahn heißt das ehrgeizige Vorhaben, das auch mit dem Verkauf von Aktien finanziert wird. Die Unterlagen belegen, dass für Planung und Bau dieselben Spezialisten im Einsatz sind, die 1835 schon die legendäre Adler-Dampflokomotive von Nürnberg nach Fürth auf die Schienen gesetzt haben. Die Unternehmer wollen ihre Standortbedingungen verbessern. Die Planungen und später dann die Arbeiten zur Pfälzischen Ludwigsbahn beginnen. Sie soll den Handelsplatz am Rhein mit der Pfalz und dem Bexbacher Kohlerevier an der Saar verbinden. Heute ist dieser Bahnhof hier einer der letzten Zeugen aus jener Zeit. Bexbach ist damals der pfälzische Grenzbahnhof zu Preußen. Aber viel wichtiger ist, dass mit der Eisenbahn nun massenhaft, günstig und schnell Kohle vom Bexbacher Revier zu den neu entstehenden Industriestandorten transportiert werden kann. Auf 106 Kilometern verbindet die Pfälzische Ludwigsbahn die Region mit dem überall entstehenden Eisenbahnnetz, einem der Motoren der Industrialisierung, auch im Südwesten. Grundvoraussetzung für die Eisenbahn, ja für fast alle Maschinen der industriellen Revolution, waren solche Dampfmaschinen. Und die sind enorm durchdacht. Der Schotte James Watt hat die Dampfmaschinen zwar nicht erfunden, aber sehr viel wirkungsvoller und alltagstauglich gemacht. Dank seiner entscheidenden Erfindungen wurden sie enorm leistungsstark und das überall dort, wo man genügend Kohle bunkern konnte, um Wasserdampf zu erzeugen. Dampfmaschinen haben so in Fabriken, auf Schiffen und Schienen innerhalb weniger Jahrzehnte die Welt verändert. Grundlegend. Beispielgefällig? Der Verein Historische Dampftechnik in Kirchheim unter Teck betreibt zwei fahrbare Dampfmaschinen, sogenannte Lokomobile. Sie sind über 100 Jahre alt und demonstrieren, wie die Dampfkraft im 19. Jahrhundert auch die Landwirtschaft revolutioniert. Die Kraft aus dem Kessel, die zur Fahrt genutzt wird, kann auf eine Seilwinde umgelegt werden. Und mit dieser Seilwinde wird dann ein vierscharriger Pflug samt Besatzung über den Acker gezogen. Sieht geradezu spielerisch leicht aus. Eingeführt wurde das Dampfpflügen in Deutschland vom Kirchheimer Ingenieur Max Eid. In England und Amerika hatte er die neue Technik kennengelernt und dann mit eigenen Erfindungen sukzessive verbessert. Viel schneller als zum Beispiel mit den damals üblichen Ochsengespannen können so große Felder gepflügt werden. Und dank Kippflug geht es nach wenigen Sekunden zur nächsten Bahn. Immer hin und her zwischen den beiden Lokomobilen. Die Dampfkraft führte also nicht nur zur industriellen Revolution, sondern auch zur Intensivierung der Landwirtschaft. Und was empfanden die Menschen beim Anblick der dampfenden Maschinen? Die haben Angst gehabt. Das war ja der Beginn der Mechanisierung in der Landwirtschaft. Und davor hat man seinen Pflug mit Gaul, mit Ochsen oder von Hand gezogen. Und dann auf einmal solche Maschinen, das war ein Quantensprung für die damalige Zeit. Dieser Quantensprung sollte Karl Marx noch intensiv beschäftigen. Doch erstmal heirateten er und seine Jugendfreundin Jenny von Westphalen. Nach 7-jähriger Verlobungszeit. Für ihn war sie das schönste Mädchen von Trier. Sie musste ab jetzt auf ihren Adelstitel verzichten und für den Rest ihres Lebens auf gesicherte Verhältnisse. Musik
Über Burg Ebernburg und Bingen am Rhein führte die Hochzeitsreise von Karl und Jenny schließlich ins luxuriöse Baden-Baden. Der Kurort war damals die mondäne Sommerhauptstadt der Reichen und Adligen Europas mit erstklassigen Hotels, Kurhaus und Spielcasino. Danach zogen Jenny und Karl nach Paris, wo er Arbeit als Journalist gefunden hatte. Er wandte sich ökonomischen Studien zu, beschäftigte sich mit Kapital und Arbeit und den Auswirkungen der industriellen Revolution. Jenny stand ihm dabei immer zur Seite. Zufällig heißt auch eine der wichtigsten Erfindungen der industriellen Revolution Jenny. Die Spinning Jenny ist die erste industrielle Maschine zum Verspinnen von Baumwolle. In der Textilwirtschaft kann so jetzt viel mehr in derselben Zeit produziert werden. Im Maschenmuseum Albstadt zeigt mir Susanne Göbel weitere technische Meilensteine. Zum Beispiel diesen Rundwirkstuhl. Und das wurde wirklich so gemacht früher? Ja, ja. Also die Pioniere der Maschenindustrie, die haben ihre Maschinen genauso gedrillt. 10, 12, 14, 16 Stunden am Tag. Aber hier ist ja nun echt schon relativ viel auch offen, ne? Ganz ungefährlich war das nicht. Ja, also in der Zeit der Industrialisierung, vor allem auch mit der Dampfkraft, ging dann natürlich alles schneller. Und wir haben ja auch hier hinter mir dann die Transmissionsriemen. Also man musste schon aufpassen, dass man keine Gliedmaßen, keine Finger irgendwo in eine offene Maschine bringen würde. Immer neue technische Erfindungen befeuern im 19. Jahrhundert die Gründung von immer mehr Fabriken. Die Technik funktioniert zwar, dennoch läuft in vielen Firmen nicht alles rund. Zahlreiche Unternehmer übernehmen sich, es drohen Firmenpleiten. Und nicht nur das. 1846 und 47 sind die Ernten so dürftig, dass große Teile der Bevölkerung hungern müssen. Alles Zündstoff für politische Spannungen. Eine Entwicklung, die Karl Marx ganz genau verfolgt. 1848 legte er zusammen mit Friedrich Engels eine Schrift vor, die weltberühmt werden sollte. Im Kommunistischen Manifest entwarfen sie die Utopie einer klassenlosen Gesellschaft. Erreichbar nach dem erfolgreichen Klassenkampf des Proletariats gegen die noch herrschende Bourgeoisie, also die Fabrikherren und andere Kapitalisten. Es endet mit den Worten: Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Im selben Jahr beginnt im Südwesten tatsächlich eine Revolution, wenn auch nicht so wie von Marx und Engels vorhergesagt. Die Gründe für die Aufstände 1848 in Südwestdeutschland sind mannigfaltig. In Baden geht es viel um eine Erweiterung verfassungsmäßiger Rechte, vor allen Dingen des Parlaments. Eine große Rolle spielt die soziale Not, das Elend nach den Missernten. Eine Hungerkrise ist gerade erst überwunden worden. In der preußischen Rheinprovinz, in der ja Karl Marx aufgewachsen ist, spielt eine große Rolle die hohen Steuern, die den Winzern auferlegt worden sind, die Verarmung des Handwerks, das gilt für ganz Südwestdeutschland, und dazu noch die Nichtbereitschaft des preußischen Staates, das Los der einfachen Menschen irgendwie zu verbessern. Nach der Februarrevolution in Paris springt der Funke über, zunächst nach Baden. Und von hier aus breitet sich die Revolution wie ein Lauffeuer über den Südwesten und ganz Deutschland aus. Unterschiedliche Kräfte sind an den Protesten beteiligt. Gemäßigte Reformer und solche, die das System ändern wollen. Zu letzteren gehört zum Beispiel der radikaldemokratische Friedrich Hecker. Am Oberrhein sammelt er Freischärler um sich und will eine deutsche Republik ausrufen. Es kommt zu bewaffneten Kämpfen. Dieses Denkmal in Kandern erinnert daran. Und an die Ziele der Aufständischen. Freiheit, Bürgerrechte, Demokratie und ein geeintes Deutschland. In einem Gefecht auf der Scheidegg im Südschwarzwald fällt zwar der Kommandant der Regierungstruppen, trotzdem werden Heckers Aufständische dort entscheidend geschlagen. Doch die Revolution geht weiter.
und erschüttert den Südwesten. Auch der Laufraderfinder aus Karlsruhe spielt im Aufstand eine Rolle. Karl von Drei sympathisiert offen mit den Zielen der bürgerlichen Revolution und legt demonstrativ seinen Adelstitel ab. Der Clou dabei, dass er sich ab sofort Bürger Dreis nennt, gibt er in einer Zeitungsannonce bekannt. Deshalb wird er verfolgt. Die Regierung versucht, ihn zu entmündigen und streicht sämtliche Pensionen. Der geniale Erfinder stirbt mittellos. Auf dem Koblenzer Schloss steht der letzte der 61 optischen Telegraphen, die Berlin mit der preußischen Rheinprovinz verbinden. Deren Bau wurde auch damit begründet, dass der latent aufmüpfige Südwesten so besser kontrolliert werden kann. Jetzt schlägt die Stunde der schnellen Nachrichtenübermittlung. Als sich die regulären badischen Truppen 1849 den Aufständischen anschließen, ruft der badische Großherzog Leopold per Telegraphen preußische Truppen zu Hilfe. Die Preußen stürmen die Stellungen der bürgerlich-demokratischen Revolution, die mit den Idealen und Farben aus dem Hambacher Fest in den Aufstand gezogen waren. Die Konterrevolution der deutschen Fürsten schlägt zurück. Ihr wichtigstes Instrument? Die preußischen Truppen. Sie gehen mit allen Mitteln gegen die revolutionären Erhebungen vor. Am härtesten agieren sie gegen die Aufständischen in Baden. Die Preußen sind eigentlich überall unbeliebt, das muss man sagen, überall außerhalb der preußischen Kernprovinzen östlich der Elbe. Mit modernen Gewehren und Pickelhauben ausgerüstet sind die Preußen den Revolutionären klar überlegen. Diese wehren sich dennoch mit allen Kräften. Vergebens. Eine Stellung der Aufständischen nach der anderen fällt. Ludwigshafen, die ehemalige Rheinschanze, wird am 16. Juni 1849 von den Preußen erobert. Die Revolutionäre ziehen sich über die Schwimmbrücke nach Mannheim zurück und beschießen Ludwigshafen von dort aus. Große Teile der neuen Stadt werden zerstört. Die badische Revolution endet in Rastatt. Hier erobern preußische Truppen die letzte von Revolutionären gehaltene Festung. Und was macht Karl Marx in dieser stürmischen Zeit? Er war nach Köln geeilt, um die Redaktion der neuen Rheinischen Zeitung zu leiten. Aber er hatte wenig Einfluss auf die revolutionären Geschehnisse. Mit seiner kommunistischen Utopie hatte die bürgerliche Revolution nichts gemeinsam. Sein Freund Friedrich Engels besuchte die Aufständischen in der Pfalz und berichtete enttäuscht aus seinem Quartier in Kaiserslautern. Zitat: Die Herstellung der Kneippfreiheit war der erste revolutionäre Akt des pfälzischen Volks. Die ganze Pfalz verwandelte sich in eine große Schenke. Das Volk zu erreichen gelang Marx und Engels während der Revolution 1848-49 nicht. Noch nicht. Die Aufstände scheitern, werden blutig niedergeschlagen. Aber die Ideen von Marx und Engels sind nicht aufzuhalten. So wie eine andere, dampfende Entwicklung. Die Industrialisierung startet jetzt auch im Südwesten durch. Mit dem Ausbau des Eisenbahnnetzes ist die Voraussetzung dafür geschaffen, Rohstoffe, Waren und Menschen schnell an die Orte zu bringen, wo Fabriken und Märkte sie brauchen. Damit beginnt, etwas verspätet, ein epochaler Umbruch im Südwesten.